Jawohl. Jetzt startet auch offiziell die Aufzeichnung. Dann in diesem Sinne einen wunderschönen guten Abend. Wir beginnen heute pünktlich mit dem Training aus der Küche, kurz nach 20 Uhr. Und jetzt zeigt er mir einen Audiofehler an. Die stimmen hier doch nicht. Moment, ganz kurz. Der bringt mir. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert mit der Aufzeichnung. Wir hoffen erst und fertig, wir werden es sehen. Wie auch immer, einen wunderschönen guten Abend. Wir legen los und beginnen im Prinzip. Und ich gehe, ich gehe einfach mal kurz rein in die Rede von Steve Jobs. Ich habe bewusst diese Rede vor diesem Training gewählt, weil er einfach ein paar Punkte anspricht, die auch fürs Thema Einladen sehr wichtig sind. Und jetzt denkt man, okay, die Rede von Steve Jobs und er redet im Prinzip über den Tod, er redet über verschiedene Dinge, er redet darüber, dass du nicht stehen bleiben sollst, sondern immer weitergehen sollst, bis du das findest, was du wirklich liebst. Was hat das letztendlich mit dem Thema Einladen zu tun? Und alle, die jetzt denken, okay, heute gibt es ein reines Webinar, wo es sagt, okay, sag das, dann sag das, dann sag das, dann sag das. Und dann kommt die Person, euch alle muss ich etwas ergänzen. Nämlich, wir werden heute ein Training machen, was weit darüber hinausgeht, was nur die Texte betrifft, sondern wir werden ein Training machen, was in die Psychologie reingeht. In die Psychologie des Menschen, um zu erfahren, wie tickt derjenige gegenüber überhaupt und was möchte der überhaupt hören? Oder was bewegt den dazu, dass er auf ein Webinar kommt oder auf ein Event kommt oder sich etwas anschaut? All diese Dinge, die möchte ich heute mal durchleuchten und möchte einfach mal reingehen in dieses Thema. Zuvor möchte ich allerdings mal ganz kurz noch liebe Grüße liebe Grüße nach München schicken heute Abend ins Opportunity Meeting, aber auch nicht nur nach München, sondern nach Ludwigsburg und Stuttgart, wo wirklich einmal Taylor Schweigert, Andreas Küffner etc. in München unterwegs sind und Andreas Moser und Co. in Ludwigsburg bei Stuttgart unterwegs sind. Sondern das heißt, auch heute Abend sind wir wieder in drei verschiedenen Standorten vertreten, wenn man das so sagen will. Und von daher ist dann die Zuschauerzahl von 144 Leuten jetzt schon noch viel cooler anzusehen. So, wir gehen mal ins Thema rein. Steve Jobs sagte, bleibt hungrig, bleibt töricht. So, das heißt einfach, bleibt wirklich hungrig in dem, was er tut. Bleibt hungrig zu lernen. Und das ist ein Wunsch, den ich an euch alle habe. Lasst uns hungrig bleiben zu lernen. Lasst uns hungrig bleiben, besser zu werden. Lasst uns hungrig bleiben, in dem, was wir tun, einfach immer das nächste Level zu erreichen. Vollkommen egal, wo wir gerade stehen. Das heißt, vollkommen egal, wo du gerade stehst. Du hast vielleicht heute ganz neu in dein Business eingetragen, bist das allererste Mal auf dem Training. Kann aber auch sein, du bist schon ein Jahr lang dabei und bist heute auf diesem Training. Es kann auch sein, du bist schon 5 Jahre im Network Marketing oder 10 und bist heute auf diesem Training. Vollkommen egal. Lasst uns alle hungrig bleiben. Und zwar hungrig bleiben, jeden Tag besser zu werden, immer wieder ein neues Level zu erreichen, um dann sukzessive nach vorne zu gehen, einfach besser zu werden und wirklich hier ja letztendlich das Business und uns als Networker auf ein neues Level zu heben. Steve Jobs hat aber auch gesagt, manchmal trifft dich das Leben wie ein Ziegelstein. Er meint damit auch, dir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf, du konntest überhaupt gar nicht vorhersehen und plötzlich bringst dich komplett aus der Bahn. So, das heißt, er sagt, okay, du kannst es einfach nicht vorhersehen, auf einmal kommt ein harter Schlag, in dem Beispiel ein Ziegelstein, aber er sagt, hör niemals auf, das zu tun, woran du glaubst. Hör niemals auf, das zu tun, woran du glaubst. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, auch im Thema Einladen. Vollkommen egal, wie viel Absagen du bekommst oder wie viel Zusagen du bekommst. Eric Wall würde sagen, löse dich emotional vom Ergebnis. Ist vollkommen egal. Lade ein für das, woran du glaubst. Das heißt, wenn du wirklich der Überzeugung bist, wenn du daran glaubst, dass das, was wir machen, was Gutes ist, dann bleib einfach daran und hör niemals auf, mit den Einladungen zu stoppen. Vollkommen egal, wie die Ergebnisse sind. Vollkommen egal, wie andere Menschen das sehen. Ob die es gerade gut finden, ob die es weniger gut finden, ist doch vollkommen egal. Tue das und hör niemals auf, woran du glaubst. Auch wenn dich ein Ziegelstein komplett erwischt. Was ist der Punkt? Der wichtigste Punkt, der aller wichtigste Punkt, den ich euch geben kann, damit eure Einladungen wirklich gut werden, ist, liebe, was du tust. Liebe wirklich, was du tust. Ich hatte heute ein Gespräch und war im Termin gesessen und wir haben darüber gesprochen und wir haben wieder über das Thema gesprochen. Warum, was macht letztendlich das aus? Und ich wurde gefragt, Marco, was macht dich erfolgreich? Und ich habe die Antwort gegeben, ich liebe einfach, was ich tue. Das heißt, mir macht es
unfassbar viel Spaß, wäre noch harmlos ausgedrückt, sondern ich liebe, was wir tun. Und ich liebe es wirklich. Und das ist ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Fangt an zu lieben, was ihr tut. Bei mir war der Beginn dieser Liebe, es war keine Liebe auf den ersten Blick von Network Marketing und auch Miss Jeunesse, es war vorher eine andere Company, aber es war ein Weg, ein Beginn, wo ich mir wirklich im Prinzip Gedanken darüber gemacht habe, was möchte ich noch in meinem Leben, habe mir das auf ein Blatt Papier in der Mitte einen Strich gezogen, die linke Seite geschrieben, was möchte ich in meinem Leben, auf die rechte Seite habe ich geschrieben, was möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, so soll mein Leben aussehen, genauso, ohne Abstriche. Und dann habe ich gesagt, ich suche mir ein Business, was dieses Leben letztendlich supportet, was dieses Leben ermöglicht. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und nichts, gar nichts, kein Online-Marketing, gar nichts, egal was ich gefunden habe, was ich mir angeschaut habe, hat mir das ermöglicht, dass alle Punkte erfüllt werden. Nichts. Deswegen ist mein Tipp, mach dir mal diese Liste und schau es dir mal wirklich an. Und ein Freund von mir hat gesagt, Mensch, wenn du alles machen willst, musst du Network-Marketing machen. Wenn du alle Punkte erfüllt haben willst, musst du Network-Marketing machen. Ich habe gesagt, boah, Network-Marketing, du spinnst da oben, nie im Leben. So, und dann habe ich mich mit beschäftigt. Und je länger ich mich mit beschäftigt habe, je klarer wurde mir, Network-Marketing ist die Lösung für mein Leben. So, und dann habe ich angefangen, mich in diese Branche zu verlieben. Dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, Network-Marketing ist nicht nur ein Vehikel, Network Marketing ist eigentlich wie gemacht für mein Leben, komischerweise. So mit freier Zeiteinteilung, ohne große Kredite aufnehmen zu müssen, keinen Chef zu haben, aber dennoch viel Geld verdienen zu können. In meinem Bereich, das Geld, ich möchte sechsstellig im Monat verdienen. Alle diese Punkte waren plötzlich alles gegeben, die Chancen waren da und die Risiken, was ich vorher immer gehabt habe, die waren weg, die hat Network Marketing einfach komplett ausgeblendet. Und dann habe ich plötzlich angefangen, im Kopf zu verstehen, dass Network Marketing wirklich eine sehr gute Alternative ist. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten, als ich dann die Menschen kennengelernt habe, als ich dann mich wirklich eingelassen habe auf das, was wir tun, dann habe ich auch im Herzen angefangen zu lieben, was wir tun. Nicht nur im Kopf so erklärt, jawohl, das ist der perfekte Weg, sondern wirklich, ich habe es angefangen zu fühlen, dass das der richtige Weg ist. Und wenn du heute einlädst, und wir sprechen ja heute über das Thema Einladungen, dann ist das wirklich ein riesengroßer Unterschied, ob du zu etwas einlädst, was du wirklich liebst, oder ob du zu etwas einlädst, weil du jetzt $100 damit verdienen willst oder $500 oder $1,000. Glaubst du mir, es ist ein riesengroßer Unterschied. Es ist ein Unterschied in der Leidenschaft, es ist ein Unterschied in der Sache, wie du wirklich dran gehst, wie du wirklich auch dafür brennst. Und mit brennen meine ich jetzt nicht rumzuschreien oder künstlich etwas aufzubauen. Ja, super, was meine ich gar nicht. Ich meine einfach, dass man merkt, dass du es ehrlich meinst, dass du es authentisch meinst und dass du hinter dem, was du gerade tust, wirklich zu 100% stehst. Und das ist etwas, was auch Steve Jobs sagt. Steve Jobs sagt, liebe, was du tust. Ich habe diese Rede bewusst ausgewählt, weil ich diese Rede gehört habe in einer Zeit, bevor ich Network Marketing begonnen habe. In einer Zeit, wo ich mich intensiv auch mit Steve Jobs beschäftigt habe, mit seiner Vita beschäftigt habe. Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Steve Jobs wurde aus seinem Unternehmen rausgeworfen und hat trotzdem gesagt, ich möchte aber das trotzdem weitermachen. Das heißt, warum? Weil ich liebe, was ich tue. Das wäre wie wenn du heute aber in deine Network-Marketing-Firma rausgeworben werden würdest und sagst, es mir egal, ich mache trotzdem Network-Marketing weiter. Warum? Weil ich liebe, was ich tue. Und das ist letztendlich der Punkt. Und wenn du dir das mal anschaust, wenn du das mal überlegst, wenn du da mal wirklich darüber nachdenkst und dann erhältst du so ein bisschen Status für dich. Liebst du das wirklich, was wir tun? Er hat was ganz Wichtiges gesagt. Das heißt, er hat in seinem Leben den schlimmsten Moment erlebt, den er hatte, aber er liebte immer noch, was er tat. Und er hat sich die Frage gestellt, wenn heute der letzte Tag seines Lebens wäre, würdest du das tun, was du heute tust? Und ich habe mir diese Frage tatsächlich mal gestellt, vor einiger Zeit, nicht heute, sondern vor einiger Zeit. Und das war vor einem Event. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, da habe ich auch dieses Video gesehen von Steve Jobs. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ganz kurz eine Frage, hängt bei dem Rest auch das Video oder könnt ihr mich gut sehen, könnt ihr mich verstehen, weil hier gerade jemand reingeschrieben hat. Gib mal ganz kurz Info, ob man mich gut hören kann. Ob alles okay ist? Wenn ja, okay, super, perfekt, dann mache ich weiter. Wenn bei jemandem etwas ist, einfach einmal ausloggen, wieder einloggen und alles gut. Okay, super, dankeschön. So, das heißt, ich habe mir wirklich die Frage gestellt und das war vor einem Event, vor einem Meeting, wenn ich wirklich den letzten Tag zu leben hätte, würde ich dorthin gehen und würde ich diesen Vortrag halten. Und das ist wirklich krass, aber ich habe tatsächlich gesagt, ich würde das tun. Und weil ich es liebe.
weil ich wirklich liebe, was ich tue. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Überprüfe da mal deinen Status, wo du gerade stehst. Und ich kann dir wirklich den Tipp geben, geh hin und beschäftige dich intensiv damit. Geh hin und finde etwas in deinem Leben, was du nur mit Network Marketing erreichen kannst. Finde etwas, was dir nur Network Marketing ermöglicht. Finde etwas, was dir deine Company ermöglicht, und dann wirst du wirklich lieben, was du tust. Und dann wirst du plötzlich feststellen, je mehr du dich reinversetzt, je mehr du dich auch auf dieses Business einlässt, je mehr fängst du an zu verstehen, was Steve Jobs überhaupt gemeint hat. Je mehr fängst du vielleicht an zu verstehen, was ich persönlich heute gemeint habe. Das wird der eine oder andere wird vielleicht heute denken, das übertreibt da ein bisschen. Das soll jetzt einfach die Texte rausgeben, wie lade ich perfekt ein und gut ist. Aber das kommt davor. Das ist der wichtigste Schritt. Jetzt ist es natürlich so klar, je länger man dabei ist, je mehr Gefühl bekommt man dafür. Aber dennoch geht hin, egal wie lange ihr dabei seid, und fühlt euch in die Situation rein. Lasst uns wirklich daran arbeiten. Lasst uns wirklich daran tun, dass du dein Gefühl für Network Marketing bekommst. Dass du deine Liebe für Network Marketing immer weiter ausbaust. Indem du dich mit beschäftigst, indem du es zulässt, indem du Network Marketing, und das sage ich jetzt ganz krass, aber auch dafür nutzt, wie du dein Leben haben willst. So, das heißt, wenn wir wirklich hingehen und sagen, okay, komm, du nutzt das Network Marketing für dein Leben, wie du es haben willst. Und das ist was Tolles. Warum? Du kannst mit den Menschen zusammenarbeiten, die du möchtest. So, lad auch dann dazu die Menschen ein, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Da kommen wir gleich drauf zu. Weil viele sagen, jawohl, im Network Marketing, ich kann arbeiten, mit wem ich möchte, und laden dann aber alle möglichen ein. So, sogar teilweise Menschen, die sie gar nicht kennen. So, ich persönlich, für mich ist die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, mir auswählen zu können, ist für mich eines der größten Privilege, die wir überhaupt im Network Marketing haben. Es ist für mich einer der größten Vorteile, den Network Marketing überhaupt bietet. Und deswegen ist er für mich auch elementar wichtig. Das heißt, ihr werdet bei mir wirklich sehen, dass ich nur Menschen einlade, mit denen ich auch wirklich ernsthaft arbeiten möchte. Ich lade Menschen ein, dass wenn morgen das Telefon klingelt, ich auch gerne dran gehe. Und ich lade Menschen ein, wo ich weiß, dass sie auch für dieses Business geeignet sind. Das sind also Punkte, mit denen ich wirklich gerne auf einen gemeinsamen Weg gehen möchte. Sondern ich lade keine Menschen ein, um jetzt wirklich noch heute die Punkte zuzumachen. Selbstverständlich hat man auch schon Leute eingeschrieben, wo man sagt, okay, das ist eigentlich nur ein Kunde, aber man nimmt das mit und das ist okay. Aber wenn ich jetzt vom Business spreche, wenn ich darauf spreche, dass man mit Menschen spricht, mit denen man wirklich was aufbauen möchte, dann sucht euch wirklich Menschen aus, die ihr sympathisch findet. Sucht euch Menschen aus, die mit euch auf einer Wellenlänge sind, mit denen ihr Gemeinsamkeiten habt, mit denen ihr es versteht, mit denen ihr gerne Lust habt, was zu bewegen und etwas aufzubauen. Das ist schon mal der Beginn, bevor wir überhaupt in die Technik reingehen. Das heißt, arbeite an deiner Liste so, dass du Menschen drauf hast, wenn die einsteigen, du dich wirklich freust. Aber nicht über die Punkte freust, die sie dir bringen, sondern dass du dich freust, dass er dabei ist. Und die Frage, die der Timo gerade stellt, wie findest du heraus, dass der Mensch für Network Marketing geeignet ist? Ich gehe nach Sympathie und nach Gefühl. So einfach, wenn mir ein Mensch sympathisch ist und ich traue dem was zu, und dann selbstverständlich ist der für Network Marketing geeignet. Aber ich gehe immer nach Sympathie. Wenn der Mensch unsympathisch ist, würde ich ihn niemals einladen. Habe ich übrigens vor dem Network Marketing sogar schon als Kunde in meiner Firma gemacht. Ich wollte keine Kunden, die mir unsympathisch sind. Und im Network Marketing lebe ich das noch viel, viel, viel mehr. So, das heißt, es ist ganz wichtig, wenn ihr eure Liste schon macht, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich lade es für morgen, lade ich 10 Personen aufs nächste Webinar ein, als Beispiel, dann geht schon mal hin und macht euch die Liste, wen wollt ihr überhaupt wirklich haben. So, und dann macht euch zu dieser Liste Gedanken, warum wollt ihr die haben? So, das ist auch ein Punkt. Manchmal sehe ich, jemand möchte jemand einladen, sagt, Marco, lass uns mal diese Person einladen. Und ich sage, okay, warum möchtest du diese Person im Business haben? Sag mir mal 3 Gründe. Und dann, ja, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Dann sage ich, okay, aber warum soll die Person einsteigen, wenn du das nicht weißt? Mach dir Gedanken darüber, warum möchtest du diese Person im Business haben? Und du brauchst deine Gründe dafür, warum du die Person im Business haben möchtest, sonst fällt es ganz schwer mit dem Einladen. Aber da kommen wir gleich drauf. So, jetzt gehen wir in die Psychologie rein. Ich möchte, dass wir heute, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie tickt ein Mensch. Ein Mensch trifft seine Entscheidungen immer zwischen Angst und Verlangen. So, das heißt, was ist größer? Ist etwas die Angst größer oder ist das Verlangen größer? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn du Auto fährst und jetzt willst du gerne mit dem Auto 200 fahren. Jetzt ist die Frage,
Ist das Verlangen größer, 200 zu fahren? Oder ist die Angst größer, einen Unfall zu bauen oder geblitzt zu werden als Beispiel? Dementsprechend ist der Punkt, wenn das Verlangen größer ist, schnell zu fahren, wirst du schnell fahren. Wenn die Angst größer ist, wirst du niemals schnell fahren. So, das ist ein kleines Beispiel jetzt. Und so tickt der Mensch. Das heißt, der Mensch entscheidet immer im Unterbewusstsein, was ist größer, das Verlangen oder die Angst. Das kann bei uns sein, was ist größer, wenn du jemanden auf ein Webinar einlädst, was ist größer, die Information des Webinars wirklich zu bekommen oder ist die Angst größer, eine Stunde Zeit zu investieren und die ist weg, unnötig. Oder was ist größer, ist das Verlangen größer, das zu erfahren, um was es da wirklich geht? Ist das Verlangen größer, vielleicht, dass du sagst, hey, das könnte echt was sein, was mir mein Leben verändert? Oder ist die Angst größer, dass du sagst, oh, um das jetzt heute Abend mir anzuschauen, da muss ich meine Männerrunde absagen und kann heute Abend nicht weggehen. Und das habe ich jetzt Angst davor, dass er als Beispiel das absagt und habe das einfach abgesagt und zum Schluss war das andere unnötig und hat mir gar nicht gefallen. So, das heißt, immer damit wird abgewogen. Angst ist jetzt nur ein Begriff. Es kann natürlich auch sein, dass er sagt, okay, nee, das ist mir jetzt lieber oder das ist mir lieber. Aber Angst und Verlangen ist immer das, was der Mensch abwägt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn wir einladen. Wir können die Angst verringern oder wir können das Verlangen erhöhen. Und ich gebe euch einen Tipp. Je größer das Verlangen ist im Verhältnis zur Angst, je klarer ist die Entscheidung von einer Person, etwas zu tun. Das bedeutet, wenn jemand sich unschlüssig ist, ja, ich würde es gern sehen, aber ja, ich will das jetzt nicht absagen, dann ist es eine unschlüssige Entscheidung, die ist ganz schwer. Und dann wird er im Notfall vielleicht sagen, wenn es nur 1%, ach komm, ich gucke das jetzt heute nicht, ich gucke mir das ein anderes Mal an. Wenn das Verlangen aber viel höher ist, dann ist es extrem schwer für ihn zu sagen, nee, ich gucke es mir nicht an. Oder ich komme nicht zu dem Event oder ich komme nicht zu dem Webinar. Das ist für jemanden extrem schwer, wenn das Verlangen danach sehr, sehr hoch ist. Also, was müssen wir machen? Wir müssen Verlangen hochschrauben. Immer. In allem, was wir tun. Das heißt, wenn wir einladen, wenn wir sprechen, wenn wir Menschen auf ein Webinar einladen, wenn wir Menschen zu einem Video einladen, zu einer Live-Präsentation, zu einem Event, zu einem Groß-Event, zu einem Opportunity-Meeting, zu einer Geschäfts- und Produktpräsentation, zu was auch immer. Wenn wir etwas einladen, müssen wir das Verlangen ganz groß machen. Und die Angst, die ihr davor haben könnte, extrem klein. Und da möchte ich heute Abend darauf eingehen, dass ihr hier wisst, mit welchen Tipps und Tricks könnt ihr das überhaupt tun. Ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben möchte, ist Thema Neugierde. Der Mensch ist grundsätzlich neugierig. Der Mensch ist aber auch so, dass wenn er meint, dass er weiß, um was es geht, ist seine Neugierde erstmal befriedigt. So tickt ein Großteil der Menschheit. So, das heißt, wenn du, ich wiederhole es nochmal, der Mensch ist neugierig. Wenn der Mensch aber das Gefühl hat, dass er weiß, um was es geht, das hat nichts damit zu tun, dass er wirklich weiß, um was es geht, aber das Gefühl, dass er weiß, um was es geht und seine Neugierde ist befriedigt, ist das Verlangen drastisch gesunken. So, weil er ja meint, er weiß das. Ich gebe euch ein typisches Beispiel. Ihr ladet jemanden ein auf eine Geschäftspräsentation oder auf ein Video, der ist ganz gespannt, was du machst. Der guckt sich vielleicht das Video an, sieht nach 30 Sekunden, es geht um Network Marketing und sagt, ach, kenne ich. So. Obwohl er vielleicht die Firma gar nicht kennt, um die es geht. Er kennt die Produkte nicht, um die es geht. Er kennt das Vergütungssystem nicht, um das es geht. Aber er hat das Gefühl, er weiß, um was es geht. Und in dem Moment ist seine Neugierde weg. Weil er aus seiner Sicht ja weiß, um was es geht. So. Und dann ist die Neugierde weg. Und das ist ein großes Problem. Warum? Weil dann, wenn die weg ist, ist die Gefahr groß, dass er wegklickt. Dass er aus dem Webinar rausgeht. Dass er das Video nicht mehr fertig anschaut. Oder dass er vielleicht gar nicht zum Webinar kommt oder gar nicht zum Event kommt und einfach aus seiner Sicht heraus weiß, ja, ich weiß ja, um was es geht, kenne ich, alles klar, ja, mache ich mir meine Gedanken. So. Und das ist eine große Herausforderung, die wir zu bewältigen haben. Das heißt, Punkt Nummer 1, den wir schon mal noch notieren können dazu ist, haltet die Neugier hoch. Haltet die Neugier hoch. Und die Neugier kann man mit verschiedenen Punkten hochhalten. Das heißt, man hält auch die Neugier hoch, wenn zum Beispiel ein Video promotet wird, kann man die Neugier hochhalten, indem man verschiedene Stellen des Videos promotet. Zum Beispiel von mir aus noch eine Stelle, die erst zum Schluss kommt. Oder eine neugierige Stelle, die sogar erst danach kommt. So, ich mache das oftmals so, jetzt vielleicht ein Tipp am Rande, das ist gar nicht mit dem Webinar zu tun, wenn ich ein Video oder so verschicke, dann sage ich oftmals,
pass mal auf, das, was du hier siehst, das ist die Standardpräsentation zu dem Bereich. Ich habe aber etwas darüber hinaus, speziell für dich, was auf dieser Standardpräsentation, das wird dich wegbeamen. Wenn du das hörst zu dem, aber du schau dir die Information an und wenn du das hörst, die Information von mir, die du dazu noch brauchst, du wirst komplett geflasht sein. So, was ist das? Das ist psychologisch gesehen, ich promote etwas, was er gar nicht im Video sehen kann und halte damit die Neugier hoch. So, das heißt, dass wenn der zum Beispiel anfängt, das Video zu schauen, dass er plötzlich zwar im Video weiß, alles Network Marketing, aber der weiß, aber was hat der Marco überhaupt gemeint? Was hat er gemeint? Selbst wenn er das ganze Video gesehen hat, ist er alles noch neugierig und die Menschen sagen dann zu mir, ja Marco, ich habe es gesehen, aber kommen wir dazu. Wir kommen dazu. Also alle Fragen, die ihr mal habt, mal sammeln. Ich stehe danach für Fragerunde zur Verfügung. Ich gehe sukzessive alles durch und versteht ihr das. Ich möchte im ersten Schritt, dass ihr die Psychologie dahinter versteht. Die Tricks, die Nachrichten, was ich mache, kommen wir später dazu. Aber ich möchte, dass ihr die Psychologie versteht. Es geht einfach darum, für Menschen die Neugierde hochzuhalten. Das kannst du übrigens genauso mit einem Live-Webinar machen. So, das kannst du auch mit einem Event machen. Wie auch immer. Du kannst einfach die Dinge tun, aber du sollst dir angewöhnen, bei den Menschen die Neugier hochzuhalten. So, du sollst dir auch angewöhnen, das Verlangen hochzuschrauben. So, was bedeutet Verlangen hochzuschrauben? Verlangen hochzuschrauben ist, wenn man wirklich weiß, zum Beispiel, was möchte jemand? Oder kann Geld sein, das kann finanzielle Freiheit sein, das kann geografische Freiheit sein, das kann zeitliche Freiheit sein, es kann sein, dass derjenige seine Träume, Wünsche etc. leben kann, dass das eine Möglichkeit ist, um ihm wirklich ein neues Leben zu geben oder um ihm seine Träume leben zu können. Das kann ein ganz großer Punkt sein. Und ich war heute mit einer Person zusammengesessen, wo es darum ging, jetzt ins Network Marketing einzusteigen oder nicht ins Network Marketing einzusteigen. Die Person hat noch nie Network Marketing gemacht und hat dann mir aber ihre Ängste offenbart. Und die Ängste waren, dass sie zu mir gesagt hat, du Marco, es ist, ich sag dir ganz offen, wie es ist. Hat sie gesagt, guck mal, ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, das hatte ich sogar gesagt, dem Wort Angst, das heißt, ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich mich vor meinen Leuten blamiere. Das heißt, sie hat gesagt, guck mal, wenn ich ins Network Marketing einsteige, dann muss ich das ja leben. So, das heißt, ich lebe das, ich committe mich nach außen und ich gehe wirklich hin und erzähle meinem Umfeld das, ich gehe meine Kontakte an. Jeder weiß plötzlich, ich mache Network Marketing. Sag ich, und wenn ich jetzt scheitere, dann habe ich mich ja blamiert. So, das war ihr Originalsatz zu mir. Jetzt gesagt, dann habe ich mich ja blamiert. Und dann bin ich gescheitert. Jeder weiß, ich habe was gemacht, ich habe alle angesprochen und zum Schluss lachen sie vielleicht noch. So hat das Original gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Sag ich, ist das der Worst Case, was passieren kann? Und sagte zu mir, ja, das ist so das, wovor ich richtig Angst habe. Dann habe ich gesagt, okay, die Angst ist berechtigt. Lass uns das mal so stehen. Das ist die Angst. Dann habe ich gesagt, jetzt lass uns aber mal über den Best Case sprechen. Sag ich, wenn das der Worst Case ist, der eintreffen kann, ja, aber was ist dann der Best Case? So, dann sagt sie zu mir, ja, der Best Case ist, dass es funktioniert. Dann sage ich, was bedeutet das, der Best Case, dass es funktioniert? Und dann sagt sie zu mir, ja, das bedeutet, dass ich ja dann viel Geld verdiene. Und jetzt ganz wichtig, pass auf, was hat sie bis jetzt gemacht? Sie hat einmal den Worst Case betrachtet, auf einer emotionalen Ebene, und hat zu mir gesagt, ja Marco, dann habe ich mich blamiert, dann bin ich gescheitert und. Und hat den Best Case beschrieben auf einer sachlichen Ebene, ja, dass ich Geld verdiene. Und das funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, okay, was bedeutet das, wenn du viel Geld verdienst? Dann hat sie gesagt, ja, dann kann ich reisen. Und wie sie das gesagt hat, hat sie angefangen zu strahlen. Ja, dann kann ich reisen. Dann kann ich mein Leben so leben, wie ich es möchte. Ich kann die komplette Welt bereisen. Ich kann das alles. Auf einmal hat sie angefangen zu strahlen. Auf einmal ging sie in die Emotionen rein. Sag ich, klasse, sag ich, was willst du noch alles machen? Und dann hat sie angefangen zu reden. Ja, ich will das machen und das machen und das machen und das machen. Sag ich, okay, das ist richtig klasse. Sag ich, okay, das, was du eben beschrieben hast, sag ich, das ist der Best Case. Das ist korrekt. Das heißt, das Verlangen hoch. Sag ich, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Sag ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn es funktioniert, hast du das, was du eben geschrieben hast. Wenn es nicht funktioniert, hast du dich mit deinen eigenen Worten einmal geschafft, dass die Leute denken, ah, sie hat was gemacht und es hat nicht funktioniert. Na, dann hat sie gesagt, das stimmt. Dann sage ich, also, ich weiß nicht, wenn ich sage, okay, wenn es nicht klappt, dann denken die Leute, oh, der hat was gemacht und es hat nicht geklappt. Aber wenn es klappt, dann habe ich noch, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre, du bist noch jung, ein extrem geiles Leben. Sag ich, die Entscheidung wäre für mich relativ einfach. Dann hat sie angefangen zu grinsen und hat gesagt, so habe ich es noch nie gesehen. So, dann habe ich gesagt, du musst es aber so sehen. Und dann hat sie gesagt, übrigens, reden tun sie sowieso. Dann habe ich die Angst klein gemacht.
Sag ich, die reden bei jedem. Sag ich, wenn einer heute sagt, ich möchte Fußballprofi werden und schafft es nicht, dann sagen alle Leute, ja klar, hast du gemeint, du spielst bei Bayern München. Hätte ich dir gleich sagen können, dass das nicht wird. Normal. Ist gar nicht schlimm. So, das heißt, ich habe die Angst klein gemacht. Ich habe gesagt, du, ist vollkommen normal. Das haben die Fußballer, das hat jeder Sänger, das sagt sich ja, das hat jeder Künstler. Sag ich, genau, ist vollkommen normal. Die Angst klein gemacht. Sag ich, aber stell dir mal wirklich vor, es funktioniert. Und ich bin mir sicher, das Zeug dazu hast du. Das Zeug dazu hast du. So, weil die kommt aus dem Vertrieb. Die hat es wirklich dazu. Es war nicht gelogen. So, sag ich, stell dir mal vor, eine Best Case. Und dann bin ich da nochmal rein und habe das Verlangen riesengroß gemacht. So, in dem Moment, wo sie das verstanden hat, ist sie im Prinzip so gut wie eingestiegen. So, das heißt, du brauchst da im Prinzip gar nicht mehr so viel zu tun. Und in dem Moment ist es natürlich auch so, dass es klar, da ist es leicht einzuladen. Wenn ich zu ihr sage, komm, wir haben heute Abend eine Präsentation, dann kommt sie natürlich auf die Präsentation. Ist ja logisch. Warum? Weil sie weiß, warum. Weil das Verlangen extrem groß ist. Aber das ist etwas, was ihr, jetzt kommt, ich komme sehr auf den, was ihr verstehen müsst von der Psychologie, wie der Mensch tickt. Bedeutet, schreibt euch das auf, Angst klein machen, Worst Case betrachten, den klein machen, Best Case betrachten, den groß machen, auf eine emotionale Ebene setzen, also wirklich auf eine emotionale Ebene setzen und dann hingehen und der Person erklären, was sie davon hat und was sie davon hat. Klingt jetzt doof, aber was sie davon hat, schreibt es zweimal auf und was sie davon hat. Ich nehme ein Beispiel. Ich habe das eben bei ihr gesagt, was hast du vom Best Case? Ja, dass ich viel Geld verdiene. Das stimmt. Aber ich habe gesagt, aber was hast du davon, wenn du viel Geld verdienst? Dann kann ich reisen. Und dann hat sie angefangen zu strahlen. Vor das viel Geld hat sie nicht gestrahlt. Aber dann, als sie rein gefühlt hat, was das wirklich bedeutet, dann hat sie angefangen zu strahlen. Das heißt, den Menschen aufzeigen, was haben sie davon und was haben sie davon. So, das sind alles Punkte, die sehr wichtig sind zum Thema Einladen, zum Thema Verstehen. Ich nehme mal ein Beispiel, weiteres Beispiel. Ich habe mal ein Live-Training gegeben, das ist schon ein paar Jahre her. Da hatten wir den nächsten Tag eine Veranstaltung für auf einem Event in Frankfurt. Und da saß ein Teilnehmer von dem Seminar in der ersten Reihe. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kannte den auch gar nicht. Und habe zu ihm gesagt, hey, pass auf, wie sieht es denn bei dir aus? Wer ist denn dein bester Kontakt, wenn du dir wünschen würdest, wer morgen auf dem Event ist? Dann hat er mir einen Namen genannt. Dann habe ich gesagt, okay, warum ihn? Und er hat zu mir gesagt, weil das ist ein absoluter Vollblutvertriebler, ich weiß es noch wie heute, der hat gesagt, er ist im Bereich Versicherungen unterwegs, ist da wirklich richtig, richtig erfolgreich und das wäre jemand, den ich mir im Geschäft wünsche. Und dann habe ich gesagt, okay, würdest du dieser Person zutrauen, dass der in der Lage ist, ein Business aufzubauen, wo er sechsstellig im Monat verdient? Sagt er, ja, dem würde ich das zutrauen. Sag ich, okay, hast du die Person für morgen eingeladen? Sagt er, nee, habe ich nicht eingeladen. So, Learning Nummer 1, die meisten werden gar nicht eingeladen. Das war Punkt Nummer 1. So, das heißt, geh du hin und lad die Menschen, die du wirklich in deinem Geschäft haben willst, lad sie auch ein. So, wir gehen heute durch wie, aber lad sie ein. So, das heißt, treffe für dich die Entscheidung, die Menschen, die du haben willst, auch wirklich einzuladen. So, sonst hast du gar keine Chance. Sonst können sie auch nicht kommen. Weder auf ein Video, noch ein Webinar, noch ein Meeting, noch ein Event oder sonst irgendwo. So, dann habe ich Folgendes gemacht. Er hat gesagt, komm, ruf ihn mal an. Dann habe ich das Telefon live genommen und habe den Mann angerufen. Live im Seminar, 200 Teilnehmer. Und habe ich zu der Person gesagt, sag ich, sie ganz kurz, mein Name ist Marco Müller, wir kennen uns gar nicht, aber der Herr so und so sitzt vor mir, ich rufe ja auch gerade mit seinem Handy an, passen Sie auf, folgende Situation. So, dann habe ich ihm gesagt, passen Sie auf, folgende Situation, ich stehe mitten im Seminar, wir haben 200 Teilnehmer, ich habe ihm die Frage gestellt, wen würdest du gerne am liebsten von allen Kontakten, die du hast, da haben? Dann habe ich gesagt, okay. Dann hat er mir gesagt, ihren Namen. Dann habe ich gefragt, warum. Dann hat er zu mir gesagt, sie sind eine absolute Rakete im Bereich Versicherungen. Sie sind richtig erfolgreich mit dem, was sie tun und. Sag ich, und dann habe ich ihm die entscheidende Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, traust du der Person zu, bei uns sechsstellig im Monat zu verdienen? Und wenn sie was, er hat ja gesagt. Ja gesagt. Sie sind eine Person, die der zutraut, in unserem Business sechsstellig im Monat zu verdienen. Dann habe ich zu ihm gesagt, und deswegen möchte sie jetzt anrufen und möchte sie persönlich einladen auf ein Event, was wir morgen haben in Frankfurt. Dann sagt er zu mir, Frankfurt, das ist aber richtig weit. Dann habe ich gesagt, das stimmt. Dann habe ich gesagt, 100.000, aber auch verdammt viel. Und dann hat er lachen müssen am Telefon, dann hat er gesagt, da haben sie recht. Dann hat er gesagt, selbstverständlich haben sie recht. Dann sage ich, kommen Sie vorbei, morgen ist das Event eingeladen, etc. So, jetzt ist der Ding, der nächsten Morgen, um 9.45 Uhr ruft mich der Partner, also der im Seminar, das ganz aufgelöst hat, der ist da. Sag ich, ja klar ist er da.
Wir haben ihn ja auch eingeladen und er hat zugesagt, natürlich ist er da. Und er hat gesagt, er hätte nie im Leben gedacht, dass er kommt. Jetzt gehe ich rein in die Einladung. Was vielleicht witzig klingt, möchte ich euch erklären von der Psychologie, was ist passiert. So, was ist wirklich passiert? So, das heißt zum einen, Punkt Nummer eins ist, ich habe die Person angerufen, habe ihr Komplimente gemacht, indem ich wirklich gesagt habe, okay, pass auf, das und das, voll gut Vertriebler, Versicherung, extrem erfolgreich. Aber ich habe was ganz anderes gemacht. Und das müsst ihr euch notieren. Ich habe eine Geschichte erzählt. Das heißt, ich habe eine Geschichte erzählt. Menschen lieben Geschichten. Menschen lieben Stories. Ich habe kein Märchen erzählt. Erzählt niemals Märchen, aber Geschichten. Menschen wollen Geschichten hören. Was habe ich gemacht? Ich habe das Handy genommen und gesagt, hallo Marco Müller. Das habt ihr vielleicht gehört, aber gar nicht richtig wahrgenommen. Hallo Marco Müller, folgende Situation. Ich stehe hier vorne im Seminar, 200 Teilnehmer und habe angefangen, darüber zu erzählen. Ich habe den nicht einfach eingeladen. Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt, wie es entstanden ist, dass ich ihn einlade, was gerade um mich herum passiert. Und habe ihm dann erzählt, pass auf, ich habe gefragt, wen würdest du gern da haben? Und ich habe ihm die komplette Geschichte erzählt. Dann hat es 2 Minuten oder 3 Minuten gedauert. Und dann war die Person gefesselt von der Geschichte. Und dann war die Person natürlich auch neugierig. Was machen die da? Was passiert da? Natürlich war der neugierig. So, und dann habe ich natürlich das Verlangen hochgeschraubt. Aber richtig hoch mit den 100.000. Richtig hoch. So, diese Zahl, ganz im Netz bei jedem nehmen. Die Zahl ist vielleicht unterschiedlich. Das Verlangen ist vielleicht auch wieder was ganz anderes. Kommen wir später noch drauf, was das alles sein kann. Aber bei ihm war sie gut angebracht. Und die war richtig hoch. Und dann hat er gesagt, okay, die Angst war aber, oh, das ist aber richtig weit. Das war seine Angst. Und er hat sie sofort geäußert. Ich sage, das stimmt. Das ist weit. Das heißt, ich habe nicht die Angst weggeschoben. Ich habe nicht gesagt, das stimmt nicht, was du sagst. So, niemals Konfrontation. Schreibt euch das auf. Niemals Konfrontation. Sondern ich habe gesagt, das stimmt. Aber, Angst klein, aber 100.000, auch verdammt viel. So, und dann hat er lachen müssen. Weil er gesagt hat, das stimmt auch. So, das heißt, weil Gegenteil war, das war die Angst und das Verlangen war so hoch. So, und dadurch war die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, sehr groß. So, wenn du jetzt aber anfängst, das wegzudiskutieren, bringt ja gar nichts. Ich nehme ein Beispiel auch, was ich eben davor hatte, das Gespräch von heute Mittag, wo die Person sagt, ja, meine Angst ist aber, dass ich mich blamiere. Ich diskutiere das nicht weg. Ich sage, ja, das stimmt. Ich gehe nicht hinein, da blamierst du dich doch nicht und. Weil dann packst du die Diskussion auf eine Ebene, die es gar nicht geht. Die Frage von der Gabi ist auch gut. Wann werden die Produkte vorgestellt? Gabi, heute gar nicht. Wir haben morgen eine Geschäftspräsentation oder lass dir jetzt kurz das Video zuschicken von der Geschäftspräsentation, wo wirklich die Produkte und das Geschäft vorgestellt wird. Wir haben heute ein reines Training. Also heute geht es wirklich darum, wie lädt man Menschen ein? Wie lädt man Menschen auf ein Webinar ein, auf ein Video ein, auf eine Geschäftspräsentation ein, etc. Das heißt, wir haben heute tatsächlich eine reine Trainingsveranstaltung und leider gar keine Geschäftspräsentation. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber wir haben ein Video, ein kurzes Video, geht 15 Minuten, wo wirklich alles vorgestellt wird. Wir haben auch Aufzeichnungen, wo in einer Stunde ausführlich alle Produkte vorgestellt werden. Lass dir sehr gerne zukommen von der Person, die dich heute eingeladen hat. Und schreib sie gerne und sag, komm, lass mir das Video zukommen und du kannst dir das alle anschauen. Kannst aber trotzdem sehr gerne natürlich das Training fertig sehen, weil wir gar nicht zu verbergen haben, sondern ganz offen damit umgehen und wirklich erklären und das, was wir machen. Also heute ist eine Schulung für alle Partner bei uns oder gerne auch für Menschen, die mir, die das haben möchten, dass sie das haben. Ich selber kann an euch keine Produktinformationen schicken. Wendet euch bitte an die Person, die euch eingeladen hat. Wenn ihr über mich gekommen seid, könnt ihr mir bei Facebook gerne eine Nachricht schicken oder WhatsApp. Aber wendet euch an diese Person, die euch selber eingeladen hat zu diesem Training, über die ihr darauf aufmerksam geworden seid. Und diese können dir letztendlich was zuschicken, weil das Training, was wir jetzt hier machen, ist in dem Bereich neutral. So, das heißt, ich gehe weiter in diesem Thema. So, was habe ich gemacht mit der jungen Dame? Ich bin hingegangen, habe ihre Bedenken auch ernst genommen. Das heißt, ich habe ihr die Wertschätzung gegeben, habe gesagt, jawohl, komm. Natürlich ist das die Angst. Die Angst habe ich nicht zerstört, sondern ich habe sie einfach klein gelassen. Ich habe sie klein gelassen, indem ich sage, okay, übrigens, das geht jedem Fußballer so, das geht dem so, das geht dem so. Ein Verständnis dafür aufgebaut, dass sie das hat. So. Und dann habe ich aber das Verlangen hochgeschraubt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, auch ein Learning für uns alle. Hört nicht auf, wenn Menschen Bedenken haben, darüber hinwegzugehen, sagt, ach, das Blödsinn, deine Bedenken, das stimmt doch gar nicht. Doch, wenn er Bedenken hat,
sind die in aller Regel kein Blödsinn, sondern die kommen irgendwo her und sind in der Regel auch berechtigt. Und wenn sie nur in seinen Gedanken berechtigt sind. Aber da müssen wir darauf eingehen. Und das ist das, was Erik Worbel zum Beispiel meint, wir müssen schulen, um zu verstehen. So, das heißt, wir laden nicht ein, um zu jagen, sondern wir schulen, um zu verstehen. Wir lösen uns emotional von dem Ergebnis, aber wir gehen rein, um immer wieder den Menschen weitere Informationen zu geben. Warum? Die Gabi kann natürlich jetzt niemals entscheiden, ob sie dieses Business machen möchte oder nicht. Warum? Weil ihr Informationen fehlen. Aber sie kann sagen, hey, irgendwo klingt es cool, gib mir doch mal die Informationen zu den Produkten oder zum Geschäft. Und dann hat sie die nächste Information. Und dann schulen wir sie über die Produkte, was wir machen, über das Business, was wir machen. Und dann kann sie sagen, hey, das klingt aber ganz cool, aber wie kann ich denn das Geschäft aufbauen? Dann schicken wir ihr Informationen, wie sie das Geschäft aufbauen kann. Und dann geht es weiter und dann geht es in den nächsten Schritt. Und wenn sie dann sagt, ja, das habe ich alles verstanden, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt hinbekomme. So, natürlich ist es berechtigt, sich darüber Gedanken zu machen. Dann kann man sagen, okay, pass mal auf, wir haben die und die in dieser Arbeitsweise, lass uns doch mal reingehen, lass uns doch mal das angucken und ob du dir das zutraust, weil ich bin mir persönlich sehr sicher, dass es das gab, aber ich verstehe natürlich deine Bedenken, lass uns mal da reinschauen. Und dann gehen wir ins nächste Kapitel rein. So, das heißt, wir schulen Menschen zum Verstehen, dass sie selber in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey, das, was ich hier höre, das ist richtig cool, das möchte ich machen. Ich habe ein gutes Gefühl. Menschen sollen mit einem guten Gefühl einsteigen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber jetzt bin ich schon 2, 3 Schritte weiter, weil heute geht es ja nicht ums Einsteigen. Heute geht es um das Thema, Menschen einzuladen. So. Und was ich euch eben gesagt habe, ist, Menschen wollen Geschichten hören. Ganz, ganz wichtig. Was dazu aber sehr wichtig ist, ist, wenn ihr Geschichten erzählt, erzählt sie ehrlich und authentisch. Die Menschen wollen keine Märchen hören. Das könnt ihr euch merken. Ehrlich und authentisch. Und wenn ihr ehrlich und authentisch an etwas rangeht, dann ist das auch etwas, was Menschen euch abkaufen, was Menschen euch glauben. Wo Menschen sagen, okay, das finde ich gut, das glaube ich ihm sofort. Wo sie spüren irgendwo, dass das wahr ist, was derjenige gerade sagt. So, und das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, du gehst ran ans Einladen und du hast eine Freundin und einen Freund und jetzt kennst du die Freundin seit 20 Jahren und du redest mit ihr immer ganz normal und plötzlich rufst du die an und redest mit ihr ganz anders. Warum? So, das macht das Ganze, wo die Freundin erstmal denkt, oh, was ist denn jetzt los? So, was ist mit dir los? Und einfach nur gar nicht mal vom Inhalt, sondern von der Art, wie du kommunizierst. So, das heißt, weil du vielleicht einen Text wie abgelesen vorliest oder weil du deine Tonlage ganz anders einsetzt oder weil du, natürlich kannst du begeistert sein, natürlich sollst du brennen dafür, aber du sollst ein anderer Mensch sein, der plötzlich anruft. Oder dass, wenn du vorher mit einem Kumpel, mit einem Freund auf Augenhöhe bist, dass du den plötzlich anrufst und sagst, hey, ich habe was entdeckt, Mensch. Also als Beispiel, ich zeig dir mal, wie es geht. Warum? Warum sollst du plötzlich ihm zeigen, wie es geht, wenn ihr die ganze Zeit bis gestern noch auf Augenhöhe wart? So, dann lieber rangehen und ehrlich und authentisch sagen, du, pass auf, ich weiß ja, wir zwei sind auf einer Welle, aber einen kleinen Informationsvorsprung, ich habe gestern was gesehen, das hat mich komplett weggebildet und ich glaube, dir wird es genauso gehen. So, das heißt einfach, du bleibst auf einer Wellenlänge. Also schreibt euch das auf, bleibt immer ehrlich und authentisch. Und egal, was ihr sagt zur Einladung, bleibt bei der Wahrheit. Die Wahrheit ist immer gut genug. Und wenn die Wahrheit nicht ausreicht, dann hat es auch keinen Wert. Also wenn ihr meint, ihr müsst jemandem was vorgaukeln, um den irgendwo eingeladen wohin zu bekommen, hat es eh keinen Wert. Aber ich kann es euch sagen, aus Erfahrung raus, muss man gar nicht. Die Wahrheit reicht immer vollkommen aus. So, und das ist etwas, wo ihr im Prinzip rangehen müsst, ehrlich und authentisch mit der Wahrheit. Ladet ihr die Menschen ein. Was meine ich damit? Ich möchte darauf eingehen. Wenn ihr hingeht und sagt, jetzt jemand hat, keine Ahnung, ich sage mal ein Beispiel, jemand hat schon 5-mal Network Marketing gemacht und hat nie Erfolg gehabt. Das ist immer ein ganz krasses Beispiel. Hat nie Erfolg gehabt. Und geht jetzt eine Person an, die er schon 5-mal angegangen ist, nämlich in 5 anderen Networks. So, und ruft die Person jetzt an und geht dran und sagt, hey, Marco, hi, grüß dich. Ja, ich habe sofort an dich gedacht, ich habe hier ein Riesenbusiness, was wir aufbauen, da gehen wir ganz nach oben und komm, und da würde ich dich gern mitziehen und komm mal rein. Und der andere bedenkt, sag mal, du Radab, du hast 5-mal Network gemacht, du hast nie was gerissen, jetzt rufst du mich an und total begeistert und du willst mich mitnehmen, was soll das? So, wenn du hingehst und die gleiche Person, 5-mal Network gemacht,
als Beispiel niemals Erfolg gehabt, ruft jetzt ihre Freundin an und sagt zu der, hey, pass auf, du, keine Ahnung, sagen wir mal, hallo Marco, grüß dich, hi, du, pass auf, folgende Situation, du weißt ja, ich habe ja schon mehrfach Network Marketing gemacht, fünfmal an der Zahl, nie was gerissen. Jetzt war ich auf einer Network-Veranstaltung, ich wollte schon gar nicht mehr hingehen und gehe dorthin und ich gucke dazu und plötzlich habe ich gedacht, mir fällt mit den Schuppen von Augen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Mir ist schlagartig klar geworden, was ich die letzten 5 Mal falsch gemacht habe. Ich fasse es wirklich nicht. Sag ich. Und das habe ich aber was kennengelernt. Das ist richtig, richtig, richtig crazy. Und das würde ich dir einfach gerne mal zeigen. So, als Beispiel. Ich bin jetzt noch gar nicht fertig. Das ist noch nicht der ganze Einladungsprozess. Ich möchte euch hier nur aus einem kleinen Auszug zeigen, was ich mit ehrlich und authentisch meine. Und ihr habt jetzt selber ein Gefühl gehabt, was ist die eine Seite und was ist die andere Seite. So, und ich glaube, jeder wird mir recht geben, dass du hier mit der ehrlichen, authentischen Art 100-mal besser ankommst, als wenn du das versuchst zu überspielen und ja, und da den Großen machst. Das ist überhaupt gar nicht notwendig. Also, guckt, dass ihr euch darauf bewegt, auf das, was ihr selber seid, auf das, was ihr euch wirklich wohlfühlt. Auf eine Art mit bei der Wahrheit bleiben, mit einer Klarheit aber auch und mit einer ehrlichen und authentischen Art. Das ist ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, den ihr ganz wichtig begreifen müsst, bevor ihr einlädt, ist, löst euch von sämtlichen Negativen. Löst euch von negativen Dingen. Ich möchte einfach sagen, was ich am meisten höre bei den Menschen, bevor sie schon einladen, ist, ich bleibe mal ein Beispiel von eben. Jemand hat schon 5-mal Network Marketing gemacht. Bleib bei dem Beispiel. 5-mal Network Marketing gemacht und sagt zu mir jetzt, ja Marco, weißt du, ich würde ja gerne die Menschen einladen, aber die Situation ist ja wie folgt. Ich habe ja 5-mal Network gemacht und ich habe ja alle schon 5-mal eingeladen. Und wenn ich die jetzt ja wieder einlade, die denken ja, ich bin total verrückt und das glaubt mir ja kein Mensch. So, das ist etwas, was ich sehr oft höre. Sehr oft. So. Oder, dass die Menschen jetzt sagen, ja Marco, ich weiß, ist ja alles gut bei dir, du hast ja relativ einfach, aber weißt du, bei mir ist ja folgendermaßen, ich habe ja ein anderes Geschäft und ich kenne die ja von daher und wenn ich die jetzt das angehe, dann denken die ja das so und so. Ja. Das sind alles Punkte, von diesen Negativen müsst ihr euch lösen. So, wenn ihr Fragen hier reinschreibt, könnt ihr sie ruhig reinschreiben, aber ich beantworte sie erst später, weil ich bleibe erst in dem Ding im Flow drin und dann beantworte ich später alle Fragen. So, das heißt, wenn du reingehst, übrigens, aber die kann ich gleich beantworten, wenn er nicht mehr reagiert auf die Frage, hat ihm wahrscheinlich gar nicht gefallen oder wurde falsch eingeladen. Das ist das, was die meisten machen. Aber lass uns dabei bleiben, bleib bitte konzentriert. So, das heißt, du gehst jetzt hin und du musst dich von sämtlichen Negativen lösen. Eric Worre sagt, was du nicht verteidigen kannst, musst du promoten. Wir bleiben bei einem Beispiel, die Person war schon in 5 verschiedenen Networks, hat ihre Kontakte angegangen, das kann sie nicht verteidigen. Die kann ja nicht sagen, du, ich habe Network Marketing neu kennengelernt, das ist ja nicht die Wahrheit. Sie kann nicht verteidigen, dass sie schon 5-mal Network gemacht hat und keinen Erfolg hatte. Also muss sie es promoten. Und mit promoten war das, was ich eben gemacht habe. Wobei sie sagen, hey, pass auf, du weißt ja, ich war in 5 verschiedenen Networks, ich habe da ein bisschen was gelernt, und da ein bisschen was gelernt, da ein bisschen was gelernt, da ein bisschen was gelernt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, auch wenn unterm Strich gar nichts groß dabei rauskam, bin ich aber dankbar dafür, weil den Puzzleteil und den Puzzleteil und den Puzzleteil und den Puzzleteil und das, was ich heute gehört habe, boah, mir ist die Schuppen von den Augen gefallen und plötzlich hat das Ding ein Puzzle gegeben und auf einmal war mir vieles klar. So, das ist etwas promoted. Das heißt, du nimmst etwas, was eigentlich gar nicht funktioniert hat, die 5-mal, und packst es in eine Promotion rein und verpackst es in etwas Positives, weil es unterm Strich wahrscheinlich auch so ist. Wichtig ist aber, immer bei der Wahrheit bleiben. So, ich komme jetzt da gleich drauf zu. Aber ihr müsst es schaffen, bevor ihr euch, und deswegen gehört der Punkt dazu, ihr müsst euch emotional lösen von sämtlichen Negativen, bevor ihr ins Einladen geht. Warum? Weil wenn ihr das im Hinterkopf habt, sagt, oje, die Person wird das niemals machen, weil der denkt von mir das, wird sie niemals etwas tun. Das wird genau das passieren, was du denkst. Deswegen musst du dich davon lösen. Ich nehme euch ein Beispiel. Ich habe ja vorher auch schon 2-3 Mal Network gemacht, bevor ich letztendlich zu dem jetzigen Unternehmen gekommen bin. Und dann war es folgendermaßen, dass Menschen aus meinem Umfeld gesagt haben, Marco, bei dir wird kein Mensch mehr einsteigen. Wer soll denn bei dir noch einsteigen? Du hast die Leute darauf angesprochen und darauf angesprochen, bei dir steigt kein Mensch mehr ein.
du kannst es am besten lassen, niemand mehr steigt bei dir ein. Ich habe die Aussage gar nicht verstanden. Sag ich, stopp, sag ich, wieso soll bei mir keiner einsteigen? Sag ich, guck mal, was ich an Erfahrung mitbringe. Sag ich, ich habe das an Erfahrung mitgemacht, das war gut, das war weniger gut. Ich habe das an Erfahrung mitgebracht, da war das nicht gut, aber da habe ich das mitgebracht, da habe ich das. Sag ich, den Leuten kann ja gar nichts Besseres passieren, als mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sich komplett auskennt, der ganz viele Erfahrungen gemacht hat und die letztendlich die Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen muss. Warum? Weil ich habe sie schon gemacht und kann es dir weitergeben. Sag ich, das ist doch logisch. Sag ich, das kann ja gar nicht anders sein. Das sehe ich übrigens auch wirklich so. So, das heißt, die Sachen, die ich selber falsch gemacht habe, ist doch gut für jeden Neuen, der kommt, weil die muss er nicht mehr falsch machen, die kann ich ihm sagen. Sag ich, lass das besser weg, ich habe es schon gemacht. So, das heißt, für den Fehler schäme ich mich nicht, ich promote ihn. Sag, hey, pass auf, ich sag nicht, ich Marco Müller, ich bin ins Network eingestiegen, ich habe noch nie was falsch gemacht, bei mir läuft alles, kommt zu mir. Nein, ganz im Gegenteil, ich promote das, ich sag, oh, pass auf, ich bin eigentlich die ersten vorher, du glaubst gar nicht, was bei mir alles schief ging. Was ich alles geschafft habe. Ich habe selbst gemacht, sei froh, dass wir uns jetzt kennenlernen, weil ich kann dir genau sagen, lass das weg und das bleibt dir Spaß, weil die Erfahrung habe ich gemacht. Aber ich habe auch was gelernt, was funktioniert. Und lass uns darüber mal sprechen. So, das heißt, ich möchte euch darüber rüberbringen, was mache ich? Das ist geil. Ich habe gleich einen Treffen mit einem alten Freund, der unbedingt was Neues starten will. Wie gehe ich am besten vor? Also das ist witzig. Also pass auf, guck dir das Training komplett an und mach das danach oder mach das einfach. Aber ich kann dir jetzt nicht in 30 Sekunden einen Tipp geben, sagen, okay, und damit steigt er ein. Wenn ich dir einen Tipp geben möchte, schraub das Verlangen hoch und bleib ehrlich und authentisch. So. Wir kommen weiter im Takt der Musik. Das heißt, was ich jetzt mache ist, ich gehe hin und sage euch, okay, was ist mein Mindset? Was ist meine Einstellung dazu? Weil ich sicher bin, wenn ich hingegangen wäre, hätte ich gedacht, oh, Marco, bei dir steigt eigentlich keiner mein, sie hat eigentlich recht. Wärst du noch bei mir einsteigen, ich war dreimal das gemacht, da macht ja keiner mehr mit. Dann wären die Leute nicht eingestiegen. So, das heißt, löst euch komplett von sämtlichen Negativen. Löst euch komplett davon. So, und das könnt ihr übrigens in allen Bereichen machen. In allen Bereichen. Guck mal, stellt euch mal Folgendes vor. Jemand geht hin, und macht nebenberuflich Network Marketing und hat wenig Zeit. Gibt es ja ganz oft, dass jemand sagt, ja, aber ich habe ja kaum Zeit, um das Business aufzubauen. Und jetzt kannst du hingehen, wie kannst du sowas promoten? Du könntest theoretisch das promoten, du kannst dich auf der einen Seite hinsetzen und kannst sagen, du, ich würde ja gern, aber ich habe kaum Zeit. Du kannst dein Mindset aber auch dahin ändern, dass wenn du mit jemandem sprichst, dass du sagst, guck mal, du weißt ja, ich habe ja meine Firma, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit. Ich habe wirklich gar keine Zeit. Aber ich habe festgestellt, dass Network Marketing, als ich mich mit beschäftigt habe, ein Business ist, was Leute nebenbei machen können. Und was ich jetzt gerade mache, ich beweise, dass das Business funktioniert mit Menschen, die gar keine Zeit haben. Weil das ist ein riesengroßer Markt, weil kaum jemand hat Zeit. So, das heißt, ich gehe hin und das, was eigentlich negativ ist, promote ich einfach in was Positives. Und dadurch, dass ich das so mache, hämmer ich mir in den Kopf rein, dass das positiv ist. Und dann gehe ich rein und sage, hey, wie cool ist denn das? Ich werde Menschen inspirieren. Das finde ich übrigens selber, das ist meine ehrliche Meinung. Wenn jemand hingeht und zeigt, wie man Network Marketing mit einer Stunde am Tag aufbaut, dann hat er etwas bewiesen, vollkommen egal, wenn er nur 2.000, 3.000 Euro schafft, dann hat er etwas bewiesen, was Millionen von Menschen inspiriert, die kaum Zeit haben, aber gern 2.000 bis 3.000 Euro mehr hätten. So, das ist ein Punkt. Und wenn ihr diese Art zu denken versteht, dann fällt es plötzlich leicht, auch einzuladen. Dann fällt es plötzlich leicht, dass ihr das Negative aus dem Kopf rausbekommt. Weil ihr geht einfach hin und sagt, okay, das, was vermeintlich auf den ersten Blick negativ ist, promotet ihr. Und ihr werdet plötzlich feststellen, dass in fast allem etwas dabei ist. Dass in fast allem ihr eine Ausrede suchen könnt oder ihr auch hingehen könnt und könnt sagen, okay, ich promote das mal als Positive. Nimm ein Beispiel nochmal als. Heute gibt es halt Beispiele, dass ihr es versteht. Ich möchte, dass ihr meine Art zu denken versteht, dass ihr wirklich, ich kann euch heute auch das Buch Go Pro vorlesen von Eric Worre, wo drin steht, hab es eilig, bla 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 bla. So, die ganzen Schritte da sind. Aber das könnt ihr auch nachlesen. Das ist relativ simpel, weil das Buch gibt es schon. Und gibt Coachings und Trainings dazu. Aber ich möchte um das Drumherum eingehen. So, das heißt wirklich, wenn du hingehst und du sagst, okay, pass auf, ich nehme ein Beispiel. Als ich am 10. Dezember bin ich vom Pferd gestürzt. Und habe mir den Wirbel gebrochen. Das heißt, ich habe mir den Wirbel einmal komplett durch und ich lag da und ich wusste auch nicht, kann ich wirklich laufen, kann ich doch mal, was kann ich machen, wie auch immer. War einfach gebrochen und jetzt lag ich da. Und jetzt kannst du sagen, okay, mit einem gebrochenen Wirbel kannst du kein Business machen. Geht einfach nicht, weil du liegst da,
kommt die Infusion, kann sich nicht bewegen. Das heißt, ich lag so da, wurde, man muss mir helfen, mich unterstützen beim Essen, weil ich mich nicht bewegen kann. Kann jeder sagen, hey, pass auf, damit kannst du kein Business machen. Stimmt. So. Du kannst aber auch die Situation nehmen und kannst es promoten. Und ich habe das promotet und Menschen eingeladen. Das heißt, ich habe Menschen eingeschrieben, sag du, pass auf, kannst du dir nicht vorstellen, was passiert ist. Bin vom Pferd gestürzt, habe mir einen Wirbel gebrochen, jetzt liege ich da und kann mich 3 Monate lang nicht bewegen. Das war die Situation. Ich habe die Geschichte erzählt. Eine Wahrheit, die wahre Geschichte erzählt. Sag ich, weißt du, was das richtig cool daran ist? So, ich kann momentan sowieso nichts anderes machen. Das heißt, ich habe voll viel Zeit, um mich jetzt mal um neue Menschen zu kümmern, die wirklich Interesse haben in unserer Branche. Und ich kann mir die Zeit nehmen, um wirklich die Branche richtig zu erklären. Warum? Ich habe eh nichts anderes zu tun. Ich kann gar nichts anderes tun, selbst wenn ich wollte. So, und das ist so ein Punkt. Das heißt, wenn du da hingehst, kannst du etwas, noch so schlecht wie es ist, promoten in der Geschichte, dass der andere sagt, ja logisch. Weil in dem Moment, wo ich euch das jetzt sage, denkst du, ja klar, der hat recht. Der hat ja eh nichts zu tun. Der kann ja nicht mal weglaufen. Dann kann er, klar, der hat mehr Zeit denn je, jemandem anderen, wenn er sich nebendran sitzt, was erklären. Das Einzige, was man machen muss, muss halt zu mir ins Krankenhaus kommen, setzt sich neben das Bett und dann kann ich dir alles erklären. So, aber ich habe natürlich mehr Zeit denn je. Und das sind so die Punkte, löst dich von sämtlichen Negativen, weil es dir nichts bringt. Es ist einfach eine Situation, die du in deinem Kopf entstehen lässt, was du glaubst, was andere denken können, was einfach gar nicht real ist. Selbstverständlich musst du Situationen lösen, in denen du Stories hast. Das bedeutet, wenn du heute ein eigenes Unternehmen hast und du lädst jetzt Menschen ein, für was anderes, für Network Marketing zum Beispiel, musst du eine Story haben, warum du ihn einlädst. So, natürlich ist das wichtig. Du musst immer die Brücke haben, warum lädst du jemanden ein? So, dass jemand, der nicht denkt, was mach ich jetzt? Jetzt bleibe mit dem Unternehmen, schafft sie jetzt nicht mehr bei BMW, sucht jetzt einen neuen Job oder was macht sie? Das musst du natürlich eine Brücke haben. Wichtig. In deiner eigenen Story. Aber es gibt für alles eine Brücke, sodass du für dich das Emotionale hinter dir lassen kannst. Stell dir mal Folgendes vor, wir nehmen mal einen Worst Case und das ist das letzte Beispiel zu diesem Thema und gehen wir in den nächsten Schritt rein. Übrigens, ich glaube, es geht heute eine Viertelstunde länger. Stell dir Folgendes vor, du wärst unterwegs im Geschäft und du würdest der Firma mit Insolvenz gehen und du hättest 100 Millionen Schulden. 100 Millionen als Beispiel. So. Ich kenne jemanden, der 100 Millionen Schulden hat, aber ist egal. Du hast 100 Millionen Schulden. Und du gehst hin und du sagst, hey, pass auf, lass uns hier, und dann kannst du hingehen und kannst jemanden für Network Marketing einladen. Stell dir Folgendes vor. Du gehst hin, deine Firma, versetz dich mal in die Lage. Du gehst hin, deine Firma geht pleite, du hast 100 Millionen Euro Schulden. Und du gehst jetzt den nächsten Tag hin und lädst deinen besten Freunden und sagst, du, ich habe da was kennengelernt, Network Marketing, richtig cooles Business, alles drum und dran. Und komm, lass uns da mal starten. Ich würde ja gerne mit dir ein großes Business aufziehen. Was denkt der andere? Der denkt, oh, der ist pleite, der hat 100 Millionen Schulden und jetzt macht er Network Marketing. So, selbstverständlich. Du denkst aber auch selber, ich habe gerade 100 Millionen Schulden. Wenn ich den jetzt angehe, was denkt der? Ja, logisch, der denkt von mir, ich habe 100 Millionen Schulden, bin pleite gegangen, ich mache jetzt Network Marketing und gucke, dass ich da irgendwie, keine Ahnung. So. Also, habt ihr beide den Gedanken, wird es funktionieren? Nein. Der wird sich gar nichts anschauen, egal wie ihr ihn einladet. Egal wie gut ihr GoPro anfängt, der wird sich niemals anschauen. Wenn du aber, und jetzt komme ich nochmal aufs Thema zurück, ehrlich und authentisch bleibst, wenn du hingehst und du sprichst einen Freund und sagst, du, pass auf, ich weiß ja gar nicht genau, ob du es mitbekommen hast, Fakt ist auf jeden Fall, meine Firma ging pleite und das richtig krasse ist, nicht nur die Firma ging pleite, sondern ich habe 100 Millionen Schulden. 100 Millionen Schulden. Stell dir das mal vor. Sag ich, weißt du, was verrückt ist? Ich liebe dennoch, was ich tue. Ich liebe Unternehmertum. Ich liebe das, was ich getan habe. Ich liebe Dinge zu bewegen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Produkte zu bewegen. Ich liebe das, was ich gemacht habe. Ich liebe es. Und ich möchte es mir auch von gar nichts kaputt machen lassen. Dass die Situation mit den Schulden nicht gut ist, das weiß ich auch, aber ich liebe das, was ich tue. Also habe ich mir eine Alternative gesucht und habe etwas gefunden, in ein Business im Bereich von Network Marketing, wo ich all diese Dinge, die ich wirklich liebe, weitermachen kann und kann es mir aber leisten. Warum? Weil ich kein großes Invest brauche, weil ich momentan gar nichts habe. So, und das ist richtig cool, das habe ich mir mal angeschaut und da habe ich gemerkt, hey, all diese Stärken, die mich vorher stark gemacht haben, die kann ich da einsetzen und das, diese Schwächen, die mich kaputt gemacht haben, die sind da in dem Bereich außen vor. Das ist richtig cool, das habe ich mir angeschaut. Das finde ich verdammt cool. Das ist das, woran ich meine Zeit investieren werde. So, dann hast du ganz ehrlich und authentisch etwas erzählt.
Und du hast eine Story, du hast eine Brücke gebaut für den anderen, um wieder was reinzumachen. Mit der gleichen Situation. Die Situation ändert sich nicht. Aber jetzt ist die Person offen und jetzt kannst du ihm erklären, warum du nein lässt. Und du kannst sagen, okay, pass auf, was war jetzt der nächste Punkt? Du gehst dann hin und sagst, komm, und jetzt, was habe ich natürlich gemacht? Ich habe mich hingesetzt, habe mir eine Liste geschrieben und ich habe mir die Menschen aufgeschrieben, wo ich denke, die wären für dieses perfekt geeignet. Und weißt du was? Dein Name steht ganz oben dabei. Und weißt du, warum das so ist, Marco? Weil wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, weil du jemand bist, der immer positiv war. Der, ich weiß, der hat die Dinge angepasst. Wo ich aber auch weiß, der hat die Fehler, die ich gemacht habe, hat er gar nicht gemacht. Die hast du gar nicht gemacht. Du bist ein cleverer Typ. So, viel cleverer wie ich. Und in dem Bereich, lass uns einmal hingehen. Ich sage, okay, da gehe ich den Marco auf jeden Fall an. Deswegen ist meine Frage an dich, wie sieht es denn aus, bist du vielleicht aktuell offen für ein Zukunftsbusiness? So. Und dann schlägst du die Brücke. Und dann kannst du natürlich sagen, du, pass auf, das, was ich mache, mich hat es wirklich begeistert. Ich glaube, bei dir wird es aussehen, weil, also, du weißt, ich habe schon ein bisschen was gemacht, mich hat trotzdem extrem begeistert. Wenn ich dich hier auf dem Webinar warten würde, würdest du es dir anschauen. Sondern mach die Neugierde groß. So, und gehst dann hin, wenn ich das machen würde, würdest du es dir anschauen. Und dann kann der sagen, du, klar, logisch, wenn ich Zeit habe. Sag ich, ja gut, die Frage ist da, ob du wirklich dir die Zeit nimmst. So, und das heißt, du gehst einfach rein, wenn ich würdest du. Was möchte ich euch damit zeigen? Ihr müsst im Kopf euch von den emotionalen Dingen lösen. Und ihr müsst in der Lage sein, etwas reinzugeben. Ihr müsst in der Lage sein, das Einladen, müsst ihr verstehen, mehr ist als Einladen. Weil Menschen, warum mache ich das Training so? Weil Menschen mich anrufen und sagen, pass auf Marco, ich mache das genau wie Erik Worre das schreibt. Ich sage, hey, pass auf, ich habe wenig Zeit, ich mache das. Aber ich merke, dass das Problem vorher anfängt. Dass das Problem gar nicht der Einladungstext ist, den sie machen, sondern dass das Problem sie selber sind. Und daran muss man arbeiten. So, und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Weil wenn du daran arbeitest, also es gibt zwei Baustellen. Die erste bist du und die zweite ist dann, wie du einlädst. Das sind die zwei Baustellen. Ich merke übrigens, ich muss nochmal ein Webinar machen, rein das Thema, wie man einlädt, weil das doch sehr ausführlich ist, diese beiden Themen in eine Stunde reinzupacken. Ist einfach in meiner Art, wie ich es gerne ausführe, zu viel. So, vielleicht kann man sagen, man kann es viel kürzer fassen, womöglich, sehr, sehr gerne. Ist halt meine Art, dass ich auf die Dinge mehrfach eingehe, um wirklich auch den Anker im Kopf zu setzen. So. Das heißt, gehst du wirklich rein, was du nicht verteidigen kannst, musst du promoten. Das ist etwas, was ihr euch definitiv immer wieder aufschreiben müsst. Was ihr nicht verteidigen könnt, müsst ihr promoten. Damit meine ich nicht, das sagt das ja nicht, was du nicht verteidigen kannst, kehr unter den Tisch. Sondern geh gar nicht drauf ein, weil dein Antrag trotzdem im Kopf. Aber wenn du reingehst und sagst, hey, was du nicht verteidigen kannst, musst du promoten, dann kannst du zack, wirklich direkt mal dran gehen. Und dann hast du das. Und das ist relativ, soll ich sagen, ist easy. Ist easy, wenn du das mal wirklich verstehst. Und dann, wenn du das alles verstehst, der nächste Schritt, den du verstehen musst, dass es gar nicht um dich geht, sondern um die Person gegenüber. Das ist ganz wichtig. Das heißt, es geht immer um die Person, die du einlädst. Was hat derjenige davon? Was hat derjenige davon, sich ein Webinar anzuschauen? Es geht doch gar nicht darum, was du fühlst oder was du denkst. Alles, was wir jetzt gemacht haben, ist, du löst dich emotional von den Dingen, die du gerade in deinem Kopf hast. Du verpackst ihn positiver und du gehst auf die Person gegenüber ein. Ob das am Telefon ist, ob du mit der da sitzt oder sonst was. Es geht nur um die andere Person. Und es geht rein darum, wann machen Menschen etwas? Wann? Wenn das Verlangen groß ist und die Angst gering. Nehmen wir ein Beispiel, Lotto spielen. Die Angst, das Verlangen im Lotto zu gewinnen, 6 Millionen, das ganze Leben ändert sich, die ist so groß. Und die ist Angst, dass die 6,50 Euro, da kann ein Spiel nie Lotto, oder 20 Euro oder 15 Euro, die weg sind, das ist sehr gering. Die wissen sogar, dass sie die 15 Euro verlieren, aber sehr gering. Das Verlangen ist hoch. Und das ist der Grund, warum 35 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum jede Woche Lotto spielen. Weil das Verlangen sehr groß ist und die Angst gering. Und das ist das, was wir haben wollen. Das heißt, diese Menschen wollen doch ein besseres Leben. Diese Menschen spielen Lotto aus einem einzigen Grund, weil sie ein besseres Leben haben möchten und haben keinen Weg, der dahin führt. Deswegen sind sie bereit, Geld zu riskieren, um einen Glücksmoment zu haben, der sie dahin bewegt. So, und das ist das, was wir haben, nur ohne Glück. Das heißt, wir haben einen Weg, wo wir Menschen bewegen können, von A, wo sie gerade sind, zu B, wo sie gerne hinwollen. Und darauf lasst uns auch eingehen. Das heißt, wenn der Mensch gegenüber, wenn der etwas hat, wo er gerne hin möchte, wenn man weiß, okay, der möchte so und so leben, aber hat nicht den Weg dazu, dann können wir ihm den Weg bieten. Und nur aus diesem Grund laden wir ein. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, wir laden nur ein, dass die Person die Chance bekommt, einen Weg kennenzulernen, der sie
von dem, wo sie gerade steht, dahin bringt, wo sie wirklich hin möchte. Das ist der Grund, warum man jemanden einlädt. Und darauf muss man eingehen. Das heißt, es gibt Menschen, die haben ihren Weg gefunden. Das sind ganz selten. Die werden sich in der Regel nicht anschauen. Aber es gibt Menschen, die irgendwo noch hinwollen. Und diese Menschen können wir einladen, indem wir wissen, wo sie hinwollen. Indem wir darauf eingehen können. Das ist der optimalste Weg. Das heißt, wenn wir Menschen kennen, das ist relativ simpel. Ich nehme ein Beispiel. Beispiel ist, ich war auf einer Hochzeit gewesen von einer Freundin. Da war deren Freundin da. Ich kannte sie aber nicht. Ich kannte sie überhaupt nicht. Und wir haben darüber gesprochen und haben einfach so über ihr Leben erzählt. Dann hat sie zu mir gesagt, ich würde gerne nach Erfurt ziehen. Dann habe ich gesagt, okay, warum? Und sagte, weil mein Freund lebt in Erfurt, der arbeitet da, lebt da, hat ein Haus, ich würde da gerne hinziehen. Ich sagte, okay, sehr cool. Sag ich, warum ziehst du nicht hin? Sagte, ja, ich habe keinen Job dort vor Ort. Er sagt, okay, aber wenn du einen Job da hast, würdest du hinziehen. Sagte, ja klar, ich würde wirklich sehr gerne zu ihm hinziehen. Sag ich, okay, das klingt cool. Und dann haben wir noch ein bisschen erzählt und haben zu ihr gesagt, du, pass auf, mal rein am Rande. Und sie sagt, pass mal auf, das, was ich mache, könnte eventuell eine Lösung für dich sein. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Für mich ist es sehr gut. Ich habe keine Ahnung, ob das was für dich ist. Aber es könnte eventuell die Lösung dazu sein, dass du nach Erfurt ziehen kannst und wo du dort arbeiten kannst. Oh, hat sie gesagt, ehrlich? Sag ich, ja. Sag ich, aber ich habe keine Ahnung, ob das was für dich ist. Aber es ist eine mögliche Option. Sag ich, die einzige Frage, die ich wirklich nur habe, ist, ich habe ein Video dazu, das geht 15 Minuten. Da kannst du dir das angucken, kannst erkennen, ob das was für dich ist oder nicht. Und ob das für dich die Lösung ist, um nach Erfurt zu ziehen, um deinen Traum zu leben, mit deinem Freund zusammenzuziehen. Sag ich, die einzige Frage, die ich habe, ist, wenn ich dir das Video schicken würde, würdest du es dir anschauen, ja oder nein? So, dann hat die gesagt, ja, sei mal dir auf dir raten, ob die Person das Video angeschaut hat. Natürlich hat die Person das Video angeschaut. Warum? Ja, weil es darum ging, für ihr Problem zu lösen. Das ist das, was ihre größte Herausforderung war, hat die hier eine Chance geliefert bekommen. Ob sie wirklich so ist, die Person ist nicht eingestiegen. Aber sie hat es komplett angeschaut und sie hat mir Fragen dazu gestellt. So, und warum? Weil das für sie passend war. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen verstehen, um was es geht. Es geht darum, für den Menschen eine Lösung zu bieten. Ich bin damals mit 19 in Network Marketing eingestiegen, weil ich Millionär werden wollte. Und ich hatte keine Lösung vorher gefunden, in der ich Millionär werden konnte. Ich hatte keine. So, und als ich da war und habe mir das zum Schluss noch angehört, dann habe ich eine Frage gestellt, kann man bei Ihnen Millionär werden? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Weil ich hatte keinen anderen Weg. Ich kannte auch keinen anderen. Also habe ich gesagt, okay, das mache ich. Heute sind die Beweggründe noch andere. Aber das ist geblieben. So, und das war mein Beweggrund, da einzusteigen. Das heißt, mir hat jemand einen Weg aufgezeigt, das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte. Und ich hatte keinen Alternativweg, also habe ich es gemacht. So, und das ist so der Punkt. Lasst uns da dranbleiben. Lasst uns verstehen, wie wichtig es ist, warum wir einladen. Das ist ganz wichtig. Dass wir verstehen, dass es wichtig ist, dass wir einladen, um den anderen einen Weg zu bieten, dahin zu kommen, wo er gerne hin möchte. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, ich habe heute etwas überzogen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aber näher bringen, was so aus meinem Punkt raus sehr, sehr wichtig ist. Was so die elementaren, grundlegenden Dinge sind, die man erstmal lösen muss, um überhaupt einzuladen. So, die man wirklich vielleicht mal einen Gedankenanschluss dabei sind, vielleicht mal ein bisschen den Menschen inspiriert und dann wirklich hinzugehen, okay, was muss ich überhaupt machen? Und dann machen wir jetzt nochmal im nächsten Training wirklich die Einladungssteps. Ich gebe euch mal die Texte raus, wie ich einlade. Ich gebe euch die Voice-Nachrichten raus, wie ich einlade. Ich gebe euch die von mir aus Telefonate, von mir aus rufe ich auch live jemand an, das ist vollkommen egal. Also wirklich, dass ihr versteht, wie ich das Ganze mache. Aber ihr müsst verstehen, warum ich das so mache, wie ich es mache. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ihr müsst euch dafür Dinge rausziehen. Macht gerne Werbung für dieses Training. Geht von mir aus sehr gerne hin und geht hin und sagt, von mir aus schreibt unter Facebook, unter den Post runter und lasst eure Kommentare da, wenn ihr heute wirklich zufrieden wart. Geht raus, schreibt es in die Gruppen, lasst uns in die WhatsApp-Gruppen reinknallen, wenn ihr mit dem Training zufrieden wart, wie auch immer. Und lasst uns dann die ganzen Dinge tun, lasst es uns gucken, dass wir nächste Woche noch mehr sind. Wir waren heute in der Spitze 165 Teilnehmer. Vielen, vielen Dank dafür. Und lasst uns jetzt die nächsten Schritte weitergehen. Wir werden dieses Training jeden Dienstag durchziehen, egal was kommt. Dienstag für Dienstag für Dienstag für Dienstag und ein Thema nach dem anderen. Es wird niemals alles in einem Webinar drin sein, aber es werden alle Themen, wenn wir mal ein halbes Jahr zusammen das gemacht haben, werden alle Themen drin gewesen sein.
Und dann werden wir immer mehr diese Dinge packen. Lasst uns das tun, lasst uns richtig Gas geben. Der wichtigste Tipp ist, glaube ich, ich liebe das, was ich tue. Und ich hoffe, dass ihr das Gefühl irgendwann auch für dieses Business bekommt, vielleicht schon habt und immer wieder ausbauen könnt und immer wieder weitermachen könnt. Und dass ihr wirklich sagt, okay, Steve Jobs würde sagen, bleibt hungrig, bleibt töricht, bleibt niemals stets, tu das, was ihr liebt. Und wenn du das liebst, was du tust und du ehrlich und authentisch dran bleibst, dann wird es auch funktionieren. In diesem Sinne, over and out, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Stopp! Stopp, ich habe gesagt, ich habe noch Fragerunde. Hat noch jemand Fragen, dann kann er sie jetzt einstellen. Also Fragen zu dem, was wir eben besprochen haben. Nicht Fragen zu dem, gib mir mal einen Text oder mach mal das. Dann wirklich Fragen zu dem, was wir besprochen haben. Dann beantworte ich das natürlich noch, aber vorher bringe ich einen Schluck. Okay, hat noch jemand Fragen? Herzlichen Dank, lieber Markus. Marco, mein Name, mit C, mit O. Aber sonst ist alles gut. So, Dankeschön für eure Worte übrigens. Vielen, vielen, vielen Dank. Es ist immer so schön, wenn ihr was schreibt. Ja, die Aufzeichnung könnt ihr haben. Ich hoffe, also ich habe aufgezeichnet. Er hat mir aber dazwischen eine Fehlermeldung bekommen im Ton. Ich hoffe, dass der Ton dabei ist. Ich hoffe es, weil ich sitze an einem anderen Rechner und nicht an meinem eigenen. Deswegen, ich hoffe es wirklich sehr. Auch, ich würde es gerne mal sehen. Ansonsten, okay. Wünsche ich euch, wenn keine Fragen mehr sind. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich bin glitschnass geschwitzt. Wie verpackst du die Stories? Kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Moment, ganz kurz, ich muss ein bisschen hochscrollen. Wie verpackst du die Stories? Ich erzähle es einfach so, wie es ist. Also grundsätzlich verpacke ich eine Story nicht, sondern ich gehe immer rein und erzähle es, wie es ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Abend jemanden einladen würde, Beispiel. Dann würde ich sagen, du, pass mal auf, ich war heute Abend auf einem Webinar gewesen, total crazy. Das Webinar ging darum, wie lädt man ein. Auf einmal kommt er mit ganz anderen Themen, die ich mir vorgestellt habe. Und während ich im Webinar sitze, bist du mir eingefallen. Ich kann dir sogar sagen, warum, weil, bla 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 bla. So, zack, das heißt, so würde ich die Story beginnen. Und dann packe ich die Story da rein. Das heißt, ich erzähle immer so, wie es ist. Und ich erzähle auch immer, wie ich gerade darauf gekommen bin. Das ist auch ganz wichtig. Vielleicht beantwortet das die Frage. Das heißt, ich erzähle immer, wie ich darauf gekommen bin, jetzt in diese Geschichte mit ihm zu sprechen, mit ihm reinzugehen, ihn einzuladen, etc. Kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Keine Ahnung, ich hoffe nicht so viel wie ich in meinem Leben. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich kann mit der Frage jetzt anfangen. Mache ich beim Einladen an X aus von mir erzählen und von warum und von ihm, warum er? Ja. Also grundsätzlich ja. Und wir werden allerdings auf die Texte eingehen. Das heißt, ich werde es nächste Woche mit euch machen, wirklich, wie lädst du ein? Also was ist der Inhalt, den du sagst? Heute ging es also um die Verpackung drum. Und nächste Woche wird es dann wirklich um den Inhalt gehen. Achso, zu der Frage nach dem Video, die ich nicht mehr geantwortet habe. Okay, jetzt verstehe ich die Frage. Grundsätzlich ist es so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Punkt Nummer eins ist, den interessiert es wirklich nicht. In aller Regel ist es aber so, dass du hingehst und vielleicht die Neugierde nicht hoch genug gehalten hast. Ich habe ja vorhin erklärt, wenn du sagst, pass auf, das ist die Standardpräsentation, guck dir das mal an, danach habe ich noch eine Information für dich und die ist wirklich elementar wichtig, weil wir damit so und so machen können. Das heißt, du promotest etwas, was danach noch ist und du kannst dann die Neugierde hochhalten. Und dann kann der Gegenüber, der es geschaut hat, noch gar keine Entscheidung für sich treffen, weil er noch gar nicht alle Informationen hat. Das heißt, was musst du tun? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist zwar schon die Hälfte raus, aber ich erkläre es euch nochmal. Es gibt immer die Sache, wer hat die Option? In dem Moment, wenn ich ihm alle Informationen gebe und sage zu ihm, hier hast du alles, mach dir Gedanken, ob du mitmachen willst, hat derjenige gegenüber die Option. In demjenigen, das Ziel muss aber immer sein, dass die Option bei dir bleibt. In dem Moment, wo du sagst, hey, pass auf, hier hast du eine Teilinformation, das ist die grundsätzliche Standardpräsentation, aber ich habe danach was für dich, lass uns da mal drüber sprechen. So. Das heißt aber, du brauchst die Informationen dazu, damit du das, was ich für dich habe, auch wirklich verstehst. So. Jetzt hat er eine Teilinformation, die Option liegt aber bei mir, ob ich ihm das gebe oder nicht. So, und jetzt kann ich, wenn ich danach mit ihm spreche, sage, okay, den Standardpräsentation habe ich gesehen, aber was meinst du jetzt damit, was hast du für mich? Ich sage, stopp, ganz kurz. Und jetzt versteht ihr, was ich meine. Das ist die Option. Dann sage ich ganz kurz, bevor wir wirklich reingehen, weil ich möchte dich jetzt nicht damit motivieren, wenn es dir gar nicht gefällt, bist du grundsätzlich für dieses Business offen? Dann sage ich, ja, klar, logisch, aber um was geht's?
dann habe ich die Option. Ich persönlich. Und dann kann ich sagen, hey, du, sei mal nicht böse, mal ganz kurz wirklich, was willst du machen, kann ich Fragen stellen. Das mache ich nächstes Mal mit euch. Kann ich wirklich Fragen stellen und kann dann sagen, okay, ich habe die Option. Ich habe die Option, zu sagen, okay, ob ich mit ihm arbeiten möchte oder nicht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber da kommen wir das nächste Mal drauf. Halte die Neugierde hoch und schreib das Verlangen hoch. Das ist sehr, sehr wichtig. Vorhin hast du erzählt, du gibst das Video, bevor es ganz speziell wird, was gibt es denn Besonderes? So, seht ihr, das ist ein großer Punkt. Was gibt es denn Besonderes? Macht euch mal Gedanken darüber, was gibt es denn Besonderes? Was hat die Person, was für einen Mehrwert bietest du der Person, wenn die bei dir einsteigt? Das ist mal ganz wichtig. Du als Sponsor bist ja das Besondere. Das Besondere kann aber auch sein, dass du zu dem sagst, pass auf, dass der das angeschaut. Und was du aber nicht weißt, ist, die Person, die das gesprochen hat, steht in enger Verbindung mit dir. Oder mein Sponsor ist eine ganz direkte Verbindung. Das heißt, wir können dich ja hier nicht richtig connecten, als Beispiel. So, das heißt, egal was du überbringst, du musst das Highlight sein. Und du musst besondere Momente für ihn haben. So, und das kann ganz, ganz, ganz vieles sein. Das können Erfahrungen sein. Das kann sagen, dass du komplett committed bist. Das kann sein, dass du sagst, pass auf, sag mal Beispiel. Ich verwende da ganz viele Dinge drauf. Sag, pass mal auf, du hast das ja gesehen, da geht es ja um Network Marketing und uns. Ich sag dir mal was ganz anderes. Hat jetzt gar nichts mit der Company zu tun. Eric Worre ist der absolut erfolgreichste Trainer im Network Marketing weltweit. Weltweit. Sag ich, ich bin letztes Jahr extra hingeflogen, habe über 2000 Euro bezahlt, habe mich von dem coachen lassen, habe 27 Seiten mitgeschrieben. Und diese 27 Seiten, wirst du nicht glauben, die in Verbindung mit dem, was du gesehen hast, outstanding. Outstanding. So. Und das heißt, du hast großes Glück, weil ich habe die 2000 schon bezahlt und ich habe die 27 Seiten da. Sag ich, und wenn du das sehen würdest, dann ist du. Aber klar, macht es natürlich nur Sinn, hinzugehen und das mit dir durchzugehen, wenn du auch sagst, du willst das Business machen, dass du grundsätzlich dafür offen bist. Das ist ja logisch. So. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Sache. Das ist ein Mehrwert, den ich habe. Weil ich persönlich bin nach Vegas geflogen, habe die 27 Seiten mitgeschrieben. Ich selbst. So. Das ist ein Mehrwert, den ich habe. Das kann auch was anderes sein, dass du auch auf der letzten Veranstaltung warst von deiner Firma oder von deinem Team oder dass du was ganz anderes gemacht hast. Aber du hast Mehrwerte für die Person. So, und das ist ja auch real, nur dir muss es bewusst sein, dass du die Mehrwerte hast. Vielleicht kann der Mehrwert auch sein, dass du den Call heute gesehen hast und er nicht. So, und dass du sagst, pass auf, das und das und das, aber es macht natürlich nur Sinn, wenn wir das haben. So, aber du bietest Mehrwerte für die andere Person. Und wenn ihr euch nicht bewusst seid, was ihr Besonderes zu bieten habt, dann müsst ihr gucken, dann müsst ihr euch, die meisten Menschen haben was Besonderes zu bieten, ihnen ist es nur gar nicht bewusst, weil sie gar nicht darüber nachdenken, weil man alles selbstverständlich nimmt. Aber es ist nicht alles selbstverständlich. Alles, was ihr tut, könnt ihr wieder verwenden, wenn ihr es richtig promotet und dann auch einsetzt. Weil wenn ich das promote, ich bleibe jetzt mal bei den 27 Seiten, ich glaube, ich promote das und setze sie dann auch ein, hat ja die Person einen Mehrwert, weil die hat direkt den Input vom erfolgreichsten Network-Coach der Welt. In Verbindung mit dem Business, was wir gerade gestartet haben. Das ist cool. Und das muss man den Menschen nur erklären. Und die verstehen das auch, wenn man es ihnen erklärt. Wann sollst du deine Story erzählen, wenn man es angebracht ist? Also wir kommen nächstes Mal dazu, eben wirklich genau in dem Ablauf. Wichtig ist, dass du deine Story kennst. Das heißt, an die Anja, Aufgabe, 60 Sekunden Story, bis zum nächsten Dienstag, in Perfektion beherrschen. So, danke für das Training, schönen Abend, danke ebenso. Wie ging der Leitfaden für die Sprachmemos? Ich meine die Gliederung. Die Sprachmemos habe ich ja mal rausgegeben. Die Sprachmemos von mir sind immer relativ einfach, das ist persönliche Ansprache. Bezugspunkt, warum er oder sie? 2 bis 3 Komplimente und dann eben offen Ja oder Nein für ein Webinar, für ein Video, für ein Business oder so. Bitte kurzes Feedback, das ist das, was ich mache. Aber da gehe ich das nächste Mal wirklich drauf ein, weil das ist einfach so hinzuhauen, wer würde untergehen. Lass uns das wirklich durchgehen, weil ich möchte erklären, dass ihr versteht, warum ich das mache und wie ich das mache, dass ihr das richtig versteht. Was kann ich als extra promoten? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Planst du eine Telegram-Gruppe für diese Trainings, wo in Aufzeichnung reinkommt, für die Wiederholungstäter? Vielleicht. Die Antwort ist vielleicht. Was gibt es für eine Zusatzinfo danach? Das, was ich gerade gesagt habe, hast du ihm geschrieben oder hast du ihn persönlich gebucht? Schreiben wird selten beantwortet. Weiß gar nicht, was es ging. Ich weiß wirklich gar nicht, was es ging. Ich arbeite sehr viel mit Voice-Nachrichten und ich habe das Problem nicht, dass bei mir wenig beantwortet wird, bei mir wird dann nicht alles beantwortet, sondern wirklich
das ist keine Sprüche, aber 95% aller Sachen werden beantwortet, eben weil ich sie so aufbaue. Welches Video zeige ich ihm danach? Das Video, was dir von deiner Company am besten gefällt. Ganz wichtig. Also den Ablauf machen wir nächste Woche. Ich kann euch zeigen, was ich nehme. Ich kann euch überraten, nehmt das, was euch am besten gefällt. Das, was euch am besten begeistert. Wie kann ich nochmal nachfragen, ohne dass es sich genervt fühlt? Ganz einfach, indem du vorher einen Termin ausmachst. Eric Robbie erklärt es, beende nie das Gespräch oder eine Nachricht oder eine Konversation, ohne den nächsten Termin auszumachen. Geht ja relativ simpel, indem er sagt, du, das Video geht 15 Minuten, bis wann hast du es denn auf jeden Fall gesehen? Dann sagt er, oh, heute schaffe ich nicht mehr, morgen Abend könnte ich es gucken. Okay, super, das heißt, morgen Abend ist Mittwoch, wenn ich dich am Donnerstag anrufen würde, dann hättest du auf jeden Fall gesehen. Ja, am Donnerstag habe ich es auf jeden Fall gesehen, super. Welche Uhrzeit passt hier? Ihr vormittags, mittags, abends? Sagt er abends, sagt okay, 20 Uhr, ja, 20 Uhr passt. Okay, klasse, unter dieser Nummer, ja, perfekt, ich melde mich am Donnerstag, 20 Uhr, viel Spaß. So. Dann hast du einen Termin ausgemacht, dann gehst du das durch. Aber versteht ihr das, was ich meine? Ihr müsst es auf Ablauf drauf haben. Das ist nichts, was ich jetzt nachlesen muss, sondern gehst du einfach hin und machst das so. Und das könnt ihr aber lernen. Das ist GoPro, das ist Eric Worbe, das Buch, das gibt es als Buch, als MP3, als Trainings, das ist reiner Fleiß. Und wenn ich noch keinen Mehrwert habe, jeder Mensch hat einen Mehrwert. Und wenn keinen, dann leistest du dir den Mehrwert von deiner Upline aus. Ganz wichtig. Es gibt einen Mehrwert in jeder Upline. Relativ simpel. So. Und wenn deine direkte Upline keinen Mehrwert hat, dann gehst du einen Schritt nach oben. Irgendwann wird dann bei jemand ankommen, der wirklich einen großen Mehrwert hat. Okay. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Bleibt aktiv. Oh, ich komme noch. Ich meine nach dem ersten Video, welches ich am besten finde und sage danach, zeige ich dir, was ich umhaut. Welches Video zeige ich dann, welches umhaut? Keine Ahnung. Hm. Ich habe da gar kein Video dazu, welches umhaut. Mache ich persönlich. So, das heißt, ich erkläre dann das, was ich eben gesagt habe. Also ich sage, hey, pass auf, zum Beispiel das mit Eric Worbe, das ist was, was ich nutze. Aber so brauchst du deine eigene Story. Lass uns die nächste Woche durchgehen, dass du deine eigene Story dazu findest. Und dass du das auch findest. Ich packe das mit rein. Wie analysierst du deinen eigenen Mehrwert? Wie findest du deine eigene Story? Packe ich nächste Woche Dienstag mit rein, versprochen. Und ich nehme jetzt die Fragen, weil die sind ganz schwer, sie sofort so zu beantworten, dass das jeder sofort verinnerlichen kann. Aber ich packe sie nächste Woche in dieses Training mit rein. Also, dass ihr wirklich habt, wie findet ihr eure eigene Story und wie findet ihr euren Mehrwert und wie könnt ihr das verpacken, sodass ihr das reinbekommt. Okay, super. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.